Also, wie sehe ich aus? Wie die heißeste Köchin der Welt. Drück mir die Daumen. Sag mal, grillst du die auf Schrott? Ist doch total unhygienisch. Die Tonne, die ist gesäubert, desinfiziert, komplett ausgebrannt. Das Rost ist aus purem Stahl. Du, da hat jede beschichtete Bratpfanne mehr Schadstoffe. Ist klar. Willst du mal probieren? Hey! Hallo! Nein, danke. Ich esse ja normalerweise nicht aus Mülleimern. Du, sag mal, wo wir uns jetzt hier zufällig... Sollen wir vielleicht zusammen was trinken? Ja. Darf ich dich einladen? Ich gehe mich nur eben noch mal schnell frisch machen. Ja, natürlich. Kann ich dir schon was bestellen? Oh ja, eine Skinny Bitch. Skinny Bitch, passt zu dir! Gott, Chiara! Ist doch wahr. Ich bin Dritte geworden. Hammer! Aber ich wusste, dass du es drauf hast. Ich bin echt müde. Ja, dann geh doch. Ich weiß, dass man Wäsche nach Farben sortiert. Genau, also nach Koch und Buntwäsche. Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß. Alle hassen mich, weil ich Nathalies Freund, der auch noch dein Bruder ist, hinter Gitter gebracht habe. Und warum? Weil meine beste Freundin meinen Vater erschlagen hat. Und dann gibt's noch meine andere angebliche Freundin, die mich abschießt, weil ihre Freundin eifersüchtig ist. Und wie lange wart ihr zusammen? Bis nach der Ausbildung. Ich wollte halt dann reisen. Nach Asien. Und Ina wollte bei ihrer Schwester bleiben. Und bei ihrem Bruder. Klingt wohl nach der großen Liebe. Ist das die neue Ingwer-Chili-Soße? Die sieht super aus. Ich will das, was sie hat. Ja, das will ich auch. Du hast keine Ahnung, was zwischen mir und Ina ist. Das stimmt. Und ich verstehe es auch nicht. Ich meine, wenn ich Ina wäre, dann hätte ich dich schon längst rausgeschmissen. Ich kann ja eigentlich alles machen und ziemlich viel ausprobieren. Das, was du immer wolltest. Ich freue mich so für dich. Hey! Das ist Zentrumseigentum! Und das ist die Damenumkleide. Und das mit Jessie auf dem Eis, das war total daneben. Das kommt nicht wieder vor. 2 seconds later. Das Restaurant ist total süß. Ganz klein, wenig Plätze, aber eine total exklusive Karte. Und hoffentlich weit weg. Wir werden bestimmt keine besten Freundinnen mehr. Ach was. Aber vielleicht können wir trotzdem versuchen, normal miteinander umzugehen. Für Ina. Ich find's gut. Weißt du, was ich gut finde? Dass ich nach Kanada fliege, dann muss ich dich nicht mehr sehen. Ja, ich sollte auch gehen. Der Kaffee riecht widerlich. Oh.